Die Streutechnik ist ein wichtiger Baustein im Ackerbau und im Grünland. Schlagkraft, Wirtschaftlichkeit und ein sauberes Streubild sind die wichtigsten Kriterien für eine gut arbeitende Maschine. Wir haben uns den neuen Ultrafex von Farmtech genauer angesehen und wir möchten euch dazu einladen, die innovative Technik dieses Unternehmens selbst genauer kennenzulernen. Klickt also auf den eingeblendeten Link und bekommt einen Einblick in die neueste Farmtech-Technik. Landwirt.com Produktvorstellung. Der Online-Marktplatz für die Landwirtschaft. Das Unternehmen Farmtech baut bereits seit 1954 Landtechnikprodukte mit höchsten Qualitätsstandards. Bekannt ist Farmtech für Streutechnik im Ackerbau, Weinbau und auch für Transporttechnik sowie Lösungen für den Forst. Auch Gülletechnik findet man im Repertoire des Betriebs. Hier in Ljutomer in Slowenien werden die Produkte gefertigt und hier bin ich auch auf den Vertriebsleiter Miha Koroschec gestoßen. Hallo Miha. Hallo Dennis. Vielen Dank, dass wir euch besuchen kommen durften hier bei eurem Produktionsstandort in Ljutomer. Miha, was kannst du uns hier über Farmtech erzählen in Slowenien? Farmtech ist Unternehmen, bedeutet wir beschäftigen uns, so wie du schon gesagt hast, mit Transporttechnik. Wir sind eine Tochterunternehmen von Firma Comtech. Firma Comtech befindet sich in Österreich, genauer in Frohleiten in Steiermark. Und auf diesen Standort bedeutet, bauen wir Transporttechnik für landwirtschaftliche Güter. Wir bauen Kippern, Streuern und Gülletechnik ab 2017. Wie viele Mitarbeiter habt ihr hier bei euren zwei Werken in Slowenien? Bedeutet, zurzeit beschäftigen wir knapp 400 Mitarbeiter im Bereich Schweißen, Lackieren, Montage, eigene Konstruktion und Vertrieb. Jetzt sind wir aus einem ganz besonderen Grund hier. Es ist nämlich frisch vom Band gelaufen, der Streuer Ultrafex 1200. Und ich glaube, ich habe jetzt die Ehre, dass du mir diesen Prototypen heute vorstellst und wir uns den genauer ansehen, oder? Richtig. Miha, jetzt stehen wir hier vor dem neuen Ultrafex 1200. Was kannst du uns zu eurem neuesten Modell erzählen? Den neuen Ultrafex haben wir gebaut mit robustem Design, mit klaren Linien. Und uns war auch sehr wichtig, das Bauen war Gerät, wo die Servicezugänge, wo die Wartungsschmierstellen bedeutet, zugänglich sind, wo Kunde leicht dazu kommen kann, das Gerät zum Warten und Reparieren. Was wurde hier bei dem Ultrafex 1200 jetzt an Technik umgesetzt? Bedeutet, wir haben einen starken Zugdeichsel verbaut. Der Zugdeichsel ermöglicht jetzt auch, das können sich Kunden im scharfen Kunden leichter wenden. Wir haben bedeutet, den neuen Streuwerkantrieb haben wir auch gebaut mit gehärteten Kettenrädern. Bedeutet, dass Lebensdauer hat sich natürlich dann auch verlängert. So wie habe ich vorher gesagt, uns hat geführt, dass die Maschine weniger Wartung braucht als die alte. So wie du es schon erwähnt hast, Schmierstellen sollen leicht zugänglich sein, Hydraulikleitungen sind geschützt. Das heißt, der Inhaber des Ultrafex soll so wenig Arbeit mit der Wartung haben wie möglich. Ja, das ist richtig. Wir verstehen, die Kunden bedeutet, die mussten in einem gewissen Zeitraum mussten Mist ausbringen. Das hat uns natürlich geführt bei diesen allen Entscheidungen, die haben wir hier getroffen mit dem neuen Produkt. Wir wollen bedeutet, dass Kunde wirklich seine Tätigkeiten in aller Ruhe machen kann. Bedeutet, und das braucht nicht viel, zu viel Zeit sich nehmen vor Wartung, vor Schmierintervalle und so weiter und so fort. Deswegen haben wir auf diesem Modell auch eine Zentralschmieranlage verbaut, die bedeutet noch mehr Zeit für die Kunden einspart. Das hier ist ja jetzt noch ein Prototyp. Welche Art und Weise verwendet ihr, um eure neuen Modelle zu testen? Da spielen ja, glaube ich, Kunden eine sehr wichtige Rolle, oder? Bedeutet, wir prüfen Gerät als erst intern auf Endcheck und dann später unbedingt schicken wir noch Maschinen raus zu unseren Kunden, die schon unsere ähnliche Produkte kennen. Die können dann uns einen guten Vergleich auch dann geben, bedeutet, wie ist die neue Maschine im Vergleich mit alte. Wir wollen auch, dass die Maschine testen anderen Kunden, die verwenden zurzeit einen Mitbewerber. Bedeutet, das kriegen wir auch diesen Feedback vom Markt, bedeutet, was für eine Maschine haben wir gebaut, wo sind unsere Vorteile. Das heißt, ihr nutzt das Kundenwissen und die Kundenerfahrung dann für die Weiterführung bei euren Produkten? Richtig. Kunde ist im ersten Fokus.
In welchen Modellvarianten gibt es jetzt diesen Ultrafex 1200? Wir bauen Ultrafex 1200 und 1600. 1200 ist eine einachsige Ausführung, bedeutet mit 10 Kubikmeter Inhaltvolumen. Und der 16 Kubikmeter Streuer ist Tandem, Tandemachse ist verbaut und bedeutet, der hat Inhalt, ein Volumen von 13 bis 20 Kubikmeter. 20 Kubikmeter ist mit einer Silageklappe, bedeutet, es ist auch eine Möglichkeit, das bauen wir Streuwerk unten und das verbauen wir eine Silageklappe auf Gerät. Was für ein Streuerprogramm bietet Farmtec eigentlich noch? Der kleinste Modell Minifex Bergstreuer. Der nächste Modell bedeutet ist der Superfex. Vom 7 bis 12 Tonnen Gesamtgewicht haben wir auch als neues Produkt, haben wir schon vorgestellt, werden natürlich auch noch vorstellen. Wir haben der Ultrafex, der Megafex für die größeren Betriebe und als eine spezielle Variante der Sonderkulturstreuer ist dann der Variofex. Okay, das heißt, euer Repertoire an Streuern ist wirklich sehr, sehr groß und hier sollte für jeden Kunden etwas dabei sein, oder? Richtig. Okay. Gut, Miha, dann vielen, vielen Dank, dass du uns hier durch euer Werk geführt hast und vor allem, dass du uns den neuen Ultrafex 1200 vorgestellt hast. Danke, Denise, dass du gekommen bist. Plus danke dir gleichzeitig, bedeutet, das dürfen wir unser neues Produkt vorstellen. Sehr, sehr gerne. Liebe Zuschauer, auch vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seht, Farmtec bietet ein großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wenn auch ihr Interesse habt, welcher Streuer der geeignetste für euren Betrieb ist, dann klickt auf den eingeblendeten Link und sichert euch eine Vorführung. Viel Spaß dabei!